Okay, Julia geht für Nadja. Sehr schön, sehr schön. So viel, genau so muss es sein. Wir brauchen richtige Fanclubs, dann läuft es. Ich trinke durchsichtiges Wasser, ist auch nicht schlecht. So, Freunde. Freunde. Ich erkläre jetzt erstmal euch grob den Ablauf. Nadja und Zero habe ich schon mal erklärt, weil es ist ja das erste Quiz dieser Art. Ein paar Sachen habe ich von damals übernommen, aber grundsätzlich die Grundspielregeln und so sind völlig anders. Deswegen, man sieht es ja auch schon. Deswegen dazu, ich tue nochmal meine Spielregeln, dass ich auch hier keinen Blödsinn erzähle, irgendwie meine eigenen Spielregeln jetzt plötzlich verändere oder so. Also Freunde, das Ganze läuft folgendermaßen. Ihr wisst dann schon mal, ich kann ja im Hintergrund nochmal ein bisschen leise Musik anmachen. Das stört ja nicht groß, wenn ich es so leise mache. So, das Ganze läuft folgendermaßen. Also, wie ihr schon seht, haben wir hier ja 5 verschiedene Kategorien. Die Kategorien sind aber nicht eindeutig. Eindeutig im Sinne von, wenn wir jetzt mal weggehen von Games Quiz und würden ein allgemeines Quiz nehmen, wären eindeutige Kategorien Biologie, Erdkunde, Film, Serien, ihr wisst, was ich meine. Als kleines Beispiel, wie das hier läuft, die Kategorie Penny könnte zum Beispiel entweder natürlich Einzelhandel sein oder halt Big Bang Theory. Zum Beispiel, ne? Also dass ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ist auch nicht immer hundertprozentig eindeutig. Es könnten vielleicht mehrere Sachen sein. Das hat aber auch einen Grund. Das soll das Ganze ein bisschen aufpeppen. So, das Ganze ist geteilt in 5 Kategorien. Kategorie 1 ist einfach mal ein Rohr verlegen. Kategorie 2, plus 2 auf Geschicklichkeit bitte. Und versucht jetzt auch bitte nicht reinzuhauen, was das für Kategorien sind. Das sollen die ja so ein bisschen erraten. Ihr könnt es natürlich so nach und nach machen. Ich hole jetzt gleich Zero und Nadja auch mit rein, also Tante. Kategorie 3, alle anderen sind unwichtig. Kategorie 4, da muss ich erstmal nachdenken. Und Kategorie, schnell mal 10 mal hintereinander. Das wird nichts. Kategorie 5, reiches Gör im Dschungelcamp. So, man sieht schon, Nadja aktuell 0 Punkte. Zero aktuell 0 Punkte. Macht Sinn. Und wir haben da noch so 3 Icons, zu denen komme ich aber am Schluss, weil ich erstmal jetzt die Kernmechanik erkläre. Am Anfang machen wir einfach ein Auswürfeln, sage ich mal, wie das funktioniert. Kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Wer anfängt, habe ich mir auch was überlegt, was ein bisschen spannender ist, als jetzt einfach irgendwie Schere, Stein, Papier. Wortfindungen heute am Sonntag sind da. So, und wer dann gewinnt, darf anfangen, darf sich die erste Kategorie aussuchen und nicht nur die erste Kategorie, sondern auch die erste Unterkategorie. Es ist dann nämlich nochmal aufgeteilt in 5 verschiedene Punkte. 1000 Punkte, 700, 500, 300, 100. Ich möchte bitte ein Rohr verlegen, das ist super, ja, das klannert ja. Das heißt, ist geil, Alter, ich sitze hier so eingeklemmt, dass ich... Meine Kniescheibe hat gejuckt und ich konnte mich nicht kratzen, weil ich echt eingeklemmt hier sitze. Scheiß Screenwall, ey. auf jeden Fall, genau. Das sind dann die Punkte. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel Kategorie 1 nehme für 500, ne? Der erste Spieler dann fängt damit an. In dem Moment wird natürlich aufgeklärt, was die Kategorie 1 ist. Das heißt, sobald jemand das erste Mal eine Punktzahl einer Kategorie nimmt, hat er den Vorteil, dass man dann natürlich weiß, was ist die Kategorie. Das heißt, es ist immer ein bisschen tricky beim ersten Mal. Das soll so die Spannung da nochmal reinbringen. Danach hat die Leute, die danach, also der Spieler, der danach kommt und sich was auswählt, hat den Vorteil, er weiß schon, was ihn erwartet, so grob. So, hinter den Punkten können verschiedene, ich nenne es mal Quiz- oder Aufgabenkategorien sein, ja. So, ist wieder mein zweiter Kanal, also nicht wundern. Ja, ja, ja. Schon wieder Hacker-Lilly ist schon wieder am Start. So, und diese Kategorien, also diese Quiz- oder Aufgabenfelder sind 4 verschiedene. Entweder Fragen. Fragen ist klar. Ich stelle eine Frage. Sie muss beantwortet werden von der jeweiligen Person.
Bei den Fragen hat man 15 Sekunden Zeit. Das ist extra nicht so viel wie bei den anderen Kategorien, weil bei den anderen Kategorien kann man nicht googeln. Bei Fragen könnte man googeln. Ich will das damit ein bisschen versuchen zu verhindern, weil es soll zumindest so sein, dass es nahezu unmöglich ist. Also es ist nicht unmöglich, ne, wenn jemand schnell schreibt und alles, das natürlich über googeln zu finden. Ich appelliere natürlich an die Fairness. Ich mache mir da ehrlich gesagt bei Tante und Zero auch keine Sorgen. Wenn es jetzt jemand ist, den man nicht kennt, die beiden kenne ich halt, weiß man halt nicht. Ich versuche damit das so ein bisschen zu vermeiden, weil wenn man lang googelt, 15 Sekunden sind schnell rum. Hab dann hier auch, ich gleich nochmal machen, hier meinen Timer. Den stelle ich dann gleich dann immer schon mal ein. Den tue ich schon mal hier aufrufen. So. Beziehungsweise einfach Stoppuhr nehme ich dann. Die anderen Kategorien, wie gesagt, alle drei 30 Sekunden. Das wären einmal Artworks. Ihr seht ein Artwork, habt 30 Sekunden Zeit, dann zu beantworten, es, also was auch immer zu beantworten gilt. Das sage ich dann davor, bevor ich das Artwork zeige. Das muss nicht unbedingt das Spiel sein, es kann auch ein Charakter sein oder so. Also, ne, ihr versteht die Idee dahinter. Dann könnte es sein, dass ein Soundtrack hinter den Punkten liegt, ja. Das heißt, jetzt habe ich mich verklickt. So, dass zum Beispiel hinter Kategorie 3 700 ein Soundtrack ist. Dann wird ein Soundtrack abgespielt und ihr müsst dann erraten, was ist das für ein Spiel oder was steckt dahinter, sage ich mal. Es muss nicht immer das Spiel sein, was zu erraten gilt. Das sage ich ja, wie gesagt, vor jeder, bevor es losgeht mit der jeweiligen Aufgabe. Und dann haben wir eben noch die Kategorie 4 und das ist Trailer. Da wird halt anstatt ein Soundtrack ein Trailer abgespielt. Ihr habt auch 30 Sekunden Zeit zu erraten, was dahinter steckt. Wenn das soweit schon mal klar ist und es keine Nachfragen gibt, vor allen Dingen nicht von Zero und Nadja, der Rest, der muss ja nur sich zurücklehnen, zugucken, Popcorn, holt euch Popcorn, holt euch was zu trinken, schaut zu, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr es dann einmal gesehen habt, wisst ihr ja beim nächsten Mal, wie es funktioniert. Wichtig ist, dass Nadja und Zero soweit alles verstanden haben. So, ihr tretet nacheinander an. Natürlich, wer am Ende die meiste Punktzahl hat, hat gewonnen. Klare Sache. Jetzt kommen wir zu diesen drei Icons, die ihr hier über mir seht, ne, diese drei Icons. Fangen wir an hier mit dem ganz links, diese Goldcoins mal 2. Das kann man sich am ehesten schon denken, das ist der mal 2 Coin, kann einmal im Spiel pro Spieler natürlich eingesetzt werden, dann wird der da gelöscht, dann sieht man den da nicht mehr. Und verdoppelt dann die jeweilige Punktzahl, wenn man die Aufgabe löst. Also Beispiel, wenn jetzt einer Kategorie 1 für 100 nimmt und errät es, kriegt er 200 Punkte. Kategorie 3 für 1000, errät es, kriegt er 2000 Punkte. Kann einmal eingesetzt werden, muss man halt überlegen, wann man es einsetzt. Dann haben wir als nächstes hier die Sphinx. Ja, ich hole jetzt aber erstmal ganz kurz, die quatschen mir ja nicht sonderlich rein, schon mal die beiden mit dazu. So, ich bin noch gemutet. Hallo, ihr zwei. Hallo. Tag. Oh, ey, der Aaron ist so richtig begeistert. Er hat so richtig Lust. Oh, wir machen die ganze Zeit schon Party. Nicht so schlecht drauf wie Nadja. Der hat richtig Lust. habt ihr bisher alles verstanden? Ist eigentlich alles klar, oder? Nee, erklärt bitte das mit den Coins nochmal. Warum das? Ich würde gerne mal anfangen. Einfach nur, was logisch ist, weiter los. Okay, gut, dann haben wir hier die Sphinx. Das ist nicht so logisch wie das mit den Coins. Die Sphinx ist der Fluch der Sphinx, den könnt ihr einsetzen. Und das funktioniert folgendermaßen. Könnt ihr auch einmal im gesamten Spiel machen und könnt dann dem Gegenspieler seine Aufgabe klauen. Das heißt, Zero ist dran, wählt Kategorie 3 für 1000. Dann kann Tante sagen, ich setze meinen Fluch der Sphinx ein und klaut sich die Aufgabe und muss sie selbst versuchen zu lösen. Schafft sie das, kriegt sie die Punkte plus nochmal extra 300 Punkte. Aber schafft sie es nicht, also wird die Frage falsch beantwortet, kriegt der Gegenspieler die doppelte Punktzahl. Also muss man überlegen, ob man das einsetzt, ja? Kann das einsetzen, bevor ich die Frage überhaupt höre oder die Aufgabe? Nee, das darfst du natürlich nicht, sonst weißt du ja schon, ob das, ne, das geht nicht. Also bevor ich loslege, ne, wenn Zero sagt, in dem Moment, ich nehme Kategorie 3, 500 oder so, dann musst du sagen, ich setze das jetzt ein, ja? In dem Moment, wo ich anfange, die Frage zu stellen, das Artwork zu zeigen, den Trailer zu zeigen, ist rum. Dann, das geht nicht mehr, das wäre unfair. Dann wäre das ja Heimspiel, weil dann wüsstest du ja schon, ob du es weißt oder nicht. Ja. Genau. Und das dritte,
Also das hier links ist der kleine Meliodas. Kennt jeder, der natürlich der, genau, die Serie gesehen hat. Muss man jetzt nicht kennen, aber jeder weiß, der die Serie kennt, dass sein super Angriff so ein Konter ist. Ja? Und das ist also der totale Konter und den könnt ihr einsetzen, wenn der andere Spieler mindestens 5000 Punkte vor euch liegt. Also sollte ein Abstand von 5000 Punkte, was ich habe das mal durchgerechnet, was Maximalpunktzahl und so bla bla bla, was man alles holen kann, das wäre schon verdammt viel. Sollte der andere Spieler 5000 Punkte vor euch sein, könnt ihr eben den Meliodas einsetzen und dann ist es so, dass eure nächste Aufgabe das Sechsfache bringt. Naja, es ist mal mehr. Bedeutet, bei 700 Punkten, 3500 Punkte, hättet ihr keinen großen Abstand mehr. Versucht ihr euch an der Tausenderfrage und holt die sechsfache Punktzahl, wärt ihr sogar dann vor dem Spieler. Nicht weit mit 1000 Punkten, aber ja, also wisst ihr Bescheid. Totaler Konter. Der ist nur einzusetzen bei 5000 Punkte Unterschied. Das war's. Ist jetzt alles soweit klar? Ob das jetzt beim ersten Mal alles hundertprozentig funktioniert, werden wir gleich sehen. Ich hoffe mal, ich hoffe auch, dass ich kein Mist gebaut habe. Ihr glaubt nicht, was dahinter für eine Arbeit steckt. Junge. Ja, komm, Aber ich hoffe, es stimmt Generalprobe. alles. Ja, aber ist euch alles klar soweit? Ja, Dass natürlich. keiner nachher sagt, das wusste ich so aber nicht oder so. Ja, Mut zur Lücke wird schon irgendwie. Okay. Gut, dann gehen wir wieder. Du hattest RPG wie viel genommen, Nadja? 100. RPG Games für 100 hattest du genommen. Sehr schön. Nächstes Mal. Kategorie 2 für 100 ist Trailer. So. Das heißt, Trailer kommt jetzt. Den zeige ich dir jetzt gleich. So, Kategorie 2 für 100. Der Trailer beginnt. Du hast 30 Sekunden Zeit zu erraten, was es ist, ja? Und ich mache die Musik aus. Kategorie 2 für 100 startet jetzt. The Chantry teaches us the mages had sought to usurp heaven. But instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. Humanity stood on the verge of annihilation. Ich hatte von dem Until Trailer vielleicht 5 Sekunden, wenn es hochkommt. Aber gesehen. das, was ich gesehen habe, wusste ich nicht. Du weißt nicht, was es ist. Nee, von dem bisschen, was ich gesehen habe, wusste ich das nicht. Okay. Weiß es Wie jemand ist denn das? in... Ja? Wie ist denn das? Das war jetzt ohne Ton, war das Absicht? Ich habe den Ton im Stream angemacht. Ja, es geht ja nur im Stream. Wie wollt ihr das Ja. über Discord hören? Das geht ja nicht. Ja, dann ist halt. Ja, Ich okay. habe gedacht, das war klar, dass ihr das über Discord nicht hören könnt. Naja, alles schon gut. Der Trailer war mega laut, okay, gut zu wissen, weil ich höre den selber nicht. Wow, gut zu wissen. Dann mache ich den mal ein bisschen leiser, ja. Dann, ja, weiß ich das nächste Mal. Richtig, André hat recht. Dragon Age Origins war es natürlich. Dragon Age Origins. So, Also, dass es ein Dragon Age war, hat man ja schon in der ersten Sekunde gesehen. ja, Da war eben, noch die Frage, welches. ja, man hat es dann an dem Blut und allem schon. Das war so nur bei Origins. Es war im Prinzip auch gleichzeitig nur eine Artwork-Frage, wenn man so will. So, dann Aaron, dein Turn. Also, wir bleiben jetzt in der Kategorie, oder wie? Nee, du kannst auch eine andere Ach wählen. so. Das kannst du jetzt Ja. aussuchen. Also RPG Games ist halt jetzt aufgedeckt, da weißt du Bescheid. Bei den anderen ist halt das Tricky noch, du weißt es nicht genau. Außer du Okay. denkst dir es schon. Das musst du dir jetzt, wie du willst. Ja, da möchte ich mal ein Rohr verlegen. Okay, Schön, dass du es gesagt für hast. wie viel? Weißt du schon, für wie viel? Ich sehe das Bild nicht, ich Zu habe viel die ist Zahlen dort nicht. FSK 100. 18? 100, 300, 500, 700, 1000 sind es immer. Billig lässt du hier ein Rohr verlegen. Ja, 100. Okay, für 100. Also, dann decken wir erstmal auf. Die Kategorie 1 so ist
Natürlich alles rund um Mario. Hätt's gedacht. Also alles rund um Mario für 100. Und Mario für 100 ist Trailer. Ja? Mario für 100 ist Trailer. Das heißt, du kriegst wieder einen Trailer gezeigt und musst raten, welcher es ist. Kategorie 1 für 100. Du bist ready? Ja, aber der Delay ist bestimmt schon bei 10 Sekunden jetzt. Warte. Dann würde ich den Stream vielleicht kurz neu Nee, anmachen. mach das nicht. Nee, du meine ich, du den Stream kurz neu. Bei mir ändert sich das ja nicht, also. So. Ja, mach mal. Okay. Gut. Dann tue ich Wird das schon mal irgendwie kurz ein klappen. bisschen leiser machen, dass nicht jeder wieder einen Herzinfarkt gerade bekommt. Kategorie 1 für 100 startet. Gut gemacht. Dann gehen wir wieder in den Hauptscreen und dann kriegst du jetzt hier Punktetabelle. Aaron ist Spieler 2. Damit sind es deine ersten 100 Punkte. Trailer müssen viel leiser. Oh Junge, Alter. Okay, gut. Das ist halt geil. Ich höre die halt selber nicht, das Problem. Die hört halt nur ihr. So, Aaron hat 100 Punkte. Aber dann weiß ich Bescheid, ich tue mal die kurz einfach alle extrem viel leiser machen. Sehr gut. Dann hat er jetzt hier Mario für 100, hat jetzt der Zero weggewählt. Nadja, du bist wieder dran. Ich gehe wieder in die Hauptkategorie, in den Hauptscreen. Kannst jetzt gucken, was du jetzt hin willst. Was nehmen wir für eine Kategorie? 1 und 2 ist aufgedeckt, 3, 4, 5 noch Reiches nicht. Girl im Dschungelcamp. Reiches Girl im Dschungelcamp, das wäre. Was denkst du denn, was dahinter steckt? Puh. Irgendwas Tomb Raider. Ja, Raider-mäßiges. richtig, Tomb Raider natürlich. So, das heißt, du nimmst Tomb Raider für wie viel? Bin ich da nicht jetzt auch schon Punkte drauf, dass ich die Kategorie erraten habe? Nein, kriegst du nicht. Okay. Tomb Raider für wie viel? 100. Für 100. Okay. Sehr schön. Tomb Raider für 100 wäre Artwork. So, das heißt, du siehst jetzt gleich für 30 Sekunden ein Artwork auf dem Screen und musst dann erraten, welches ist. Welcher Teil oder was? Genau, welcher Tomb Raider Teil, richtig. Also welches Spiel von Tomb Raider, sage ich mal. Also Tomb Raider 1, 2, 3 oder was auch immer. Genau, so. Das heißt, wir kommen hier wieder in die Aufgaben. Sind bei Kategorie 5 für 100 Punkte und deine Zeit startet jetzt. Ah, das war doch das Letzte. Name? Ach, das Vorletzte, nicht das Letzte. Nicht Shadow of the Tomb Raider. Was ist deine Antwort? Ah, oh, mir fällt's ja. Oh, ich mache einfach Shadow of the Hast Tomb noch Raider. 10 Sekunden. Shadow of the Tomb Raider? Ja. Das ist korrekt, der letzte Teil, den ich gerade auch zock. Hab extra jetzt, weil es sind ja nur 100 Punkte. Deswegen habe ich jetzt auch extra den Teil genommen, wenn ich gerade am Spielen bin. 100 Ja. Punkte. Sehr Yay. schön. Dann kriegt Nadja ihre ersten 100 Komm hier. Points. So. So, 100 Punkte für dich. Pam, angepasst. Komm, wir haben 100 Punkte. Los, freu dich mit mir. So, Zero, du bist dran. Ja, da muss ich erstmal nachdenken, 300. Da muss ich erstmal nachdenken, 300. So, und hinter, da muss ich erstmal nachdenken. Das ist Kategorie 4. Steckt Strategiespiele natürlich. So, für 300 und Kategorie 4 für 300 Wow.
ist Trailer. 300 Start. Bist du bereit? Dann starte ich jetzt und starte jetzt gleich deine Zeit. Ich begebe mich auf diese Reise, weil mich eine Vision antreibt. Alte 10 Grenzen zu Sekunden. durchbrechen. Hast noch 20 Sekunden. Noch 15. Inspiriert vom Geist des Abenteurers lasse ich mich von meinen Zielen 10. leiten. Man erkennt es in jeder Maschine, auf jeder 5. Handelsroute und in jeder Civilization, keine Ahnung. Wir haben den 5. Weg des Fortschritts. Ist es ein Anno? Ach, keine Ahnung. Weiß es jemand? Weiß es jemand im Chat? Ach ja, jetzt ist ein Anno. Anno? Ja, welches Anno? Gibt keine Ja, Punkte mehr, wahrscheinlich aber. das 1800 oder so. Richtig, das wäre 18 Anno Ja. gewesen. Gibt Immer leider wird keine es Punkte. zusammengewusst. Ich Das finde, habe ich nicht Elias hat gespielt, aber. 150 Punkte bekommen. Oh, Elli, ja, Elli hat's Ja. geraten. Sehr gut. Gut, Nadja. Your turn. Ist nur die letzte. Alle anderen sind unwichtig. Okay. Dann probiere ich auch mal 300. Ihr seid geil, dass ihr die direkt versucht, alle aufzudecken erst. Das hätte ich gar nicht Natürlich. gedacht, dass das so passiert. So, alle anderen sind unwichtig. Was denkst du, was dahinter ist? Keine Ahnung. Ich habe das Ich denke Aber mal, auch schon mal gefragt. AAA-Titel. Nee, Protagonisten. Achso. So, für wie Ich bin auch viel? ein bisschen fies. Ich nehme mal 300. Okay. Also Kategorie 3. Für was 300 hast du genommen? Ja. Das ist Artwork. Das wäre Artwork. So. Protagonisten war das jetzt, ne? Ja. Genau, Protagonisten. Kategorie 3 für 300. Bist du bereit? Muss jetzt natürlich nicht das Spiel erraten, sondern um wen es Den geht. Protagonisten, ja. Genau, der Protagonist. Los geht's. Ist von Apex der Typ, oder? Ist das von Apex? Also ich beantworte jetzt keine Zwischenfragen, ne? Hast noch 15 Nein! Sekunden. Jetzt nicht Noch ein. 10. Ich hab's auf der Zunge liegen. Noch 5, 4. Der ist gerade das Protagonist. Und Nein, kommt nicht. durch. Ja gut, bei so einem Spiel sind natürlich alle Legends natürlich Protagonisten, also zählen das Ah, natürlich auch. okay. Das ist Revenant, heißt der Ach, Gute. Revenant. Ach Mann, mir lag's auf der Zunge. Ja, mein Lieblingscharakter, wie man weiß. Natürlich. Aber immerhin wusste ich, welches Spiel. Ich bin stolz auf mich. Das ist schon mal gut, ja. Es bleibt bei 100 gegen 100. Also es ist ja gleich auf. Das ist doch super. So, Zero. Ist alles aufgedeckt? Ja, ich nehme dann auch mal Protagonisten 500. Für Boah. 500. Gut, Protagonisten für 500. Das wäre Frage. So, ich lese die Frage vor, deck sie aber auch auf. Du siehst sie dann auch, kriegst sie von mir gestellt, aber auch parallel. Das heißt, dann ist ja Verzögerung jetzt nicht gegeben. Ich hätte nichts von dem Spiel gewusst. Was meinst du, nichts von dem Spiel? Du hast doch Von schon eins Apex, richtig oder? erraten. Ach so, von Apex wahrscheinlich meint er, ja, das kann natürlich sein. So, Frage. Jetzt hast du da nur 15 Sekunden, aber ich starte den Timer erst, wenn ich die Frage komplett gestellt habe. Kannst jetzt überlegen, ob du gleich deinen Stream schaust oder einfach nur auf meine Frage hörst. So. Also, wir haben Kategorie 3 für 500. Bist du bereit? Gut. Aus welchem Final Fantasy Teil stammt der Charakter Sephiroth? Oh. Sieben. Ja, das ging schnell. Oh, das finde ich auch gewusst. War ja. So, das sind 500 Punkte für dich. Nicht schlecht. Yeah. So, dann hauen wir die dir natürlich rein. So, Punktetabelle, Spieler 2. Das heißt, du bist jetzt bei, na komm. So, bei 600 Punkten. Sauber. War natürlich jetzt nicht die mega schwierige Frage für jemanden, der Final Fantasy kennt. Für alle anderen wäre es natürlich brutal.
total schwer gewesen. Es gibt ja ein paar Teile. Gut, Nadja, du bist dran. 5 für 300. 5 für 300. Das ist aber ein Antagonist. Alter, André, ich block dich gleich. So, ich fechte das Quiz an. Das kannst du gleich. Jetzt meine Anwälte auf dich. Okay, anfechten gibt minus 100 Punkte. Du musst mir nochmal sagen, was du gewählt hast. Ich hab's jetzt nicht gehört. 5, 300. Kategorie 5, Tomb Raider für 300. Das wäre Trailer. Mal wieder. Mal wieder. So, Kategorie 5, 300. Startet. Bist du ready, ja? Jetzt. I love my kitty cat. Yes. Ich rate jetzt einfach, das ist Tomb Raider 1, der erste Teil. Das ist leider falsch. Zero, hättest du es gewusst? Nun, wird es wohl der zweite sein, keine Ahnung. Auch falsch. Alten Kenntnis, das war. Ist der einzige, nee, der in, bei Pyramiden spielt, nämlich Teil 4. Ach so, habe ich keine Ahnung von. Nee, so. Das ist jetzt auch nicht. Dann kommen wir in den Hauptscreen. André gar nicht. Was hat André? Er sagt drei, nee, aber du hast ja schon aufgelöst. Drei hat auch so gar nicht bei Pyramiden gespielt. Verdammt. Gut. Nadja, du bist dran. Nee, ich war gerade Quatsch, dran. Zero, du bist dran, sorry. RPG Games, 500. Gut. Das wäre Artwork. Ich merke jetzt auch gleich, weil ich noch alles verbessern muss. Zum Beispiel, dass ich darstellen muss, was schon weg ist und was nicht. Das muss ich noch schön darstellen das nächste Mal. Artwork. RPG für 500. So. Kategorie 2. 500. Bist du ready? Mhm. Dann starte ich jetzt. Wie heißt das Spiel? Wie hieß denn das? Irgendwas mit E. Du hast das gespielt. Mhm. Ey, du beantwortest keine Zwischenfragen. 15 Sekunden. Noch 10. Ich komme nicht drauf. Ich hab's auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit E, glaube ich, aber. Ich lasse es durchlaufen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Mit E ist korrekt, kommt aus Deutschland von Piranha Bytes, den Gothic-Machern. Es ist Alex. Alex. Ja, Alex, ja, genau. Gut. Nadja, your turn. Mario für 500. Mhm. Mario für 500 wäre Trailer. Ich sag mal, ich will die Trailer abfrühstücken oder was? Du tust alle Trailer irgendwie. Also, boah. Ich hab maximal mal zwei Trailer, in den meisten logischerweise auch nur einmal Trailer drin. Ich hab in jeder Kategorie mindestens einmal jede Quiz-Kategorie drin. Also du tust das echt gezielt wegfrühstücken. Das ist krass. Also, Kategorie 1, Mario für 500. Trailer startet. Bist du ready? Nee. Okay, dann startet der jetzt. Wie heißt das Mario-Spiel? Die Switch. Das sieht man sogar jetzt. Ja. Noch 20 Sekunden. Aber den kenne ich nicht. Ich sag jetzt Mario Party. Nope. Weißt du es ja? Mario Maker, ne? Oder was? Ja, der zweite Teil. Mario Maker 2 wäre es gewesen. Kam jetzt vor kurzem erst raus. Ich glaube, letztes Jahr oder so. Nein, da habe ich keine Ahnung von. Wie André ist es mit den. Auch wenn ich jetzt gesagt hätte, Mario Maker, wäre es auch falsch gewesen. Da muss man schon 2 dazu sagen. Genau, muss man schon dazu sagen, ja. Also, wenn. Ja. Ja. Nee, das hätte ich nicht. Hätte ich den Punkt auch nicht bekommen.
zweitens gewusst. So. Ich wusste noch nicht mal, dass es zwei Teile gibt. Ja, der kam jetzt, ist noch nicht so lang raus. Der Trailer ist noch tatsächlich recht neu, deswegen muss man schon für 500 ist schon. Ist jetzt ja, nicht 1000, das ist natürlich hart, aber ja, bin gespannt, dass das erste Mal jemand 1000 nimmt. Die sind schon nicht ohne. Ja, dann Zero. Ja. Ich muss die Kategorie nochmal sehen. Ja, habe ich. Na, wenn wir es nicht wissen, David. Immer nochmal RPG-Games. Was ist da noch offen? Da ist noch offen 1700 und 300. Dann nehme ich die 300. RPG für 300. Das ist Frage. Ab wann darf man, genau, wenn es rum ist, wenn sie versucht haben zu antworten. Genau, richtig. RPG für 300. Das wäre, das startet jetzt. Wie heißt der letzte Boss von Diablo 2, wenn man das Add-on außer Acht lässt? Noch 10 Sekunden. Diablo? Genau, richtig. War ja nur eine 300-Euro-Frage, sollte aber ein bisschen aufs Glatteis 300 führen. Euro? Ich muss jetzt überlegen, ob das jetzt eine Fangfrage war oder ob das wirklich so war. Ja, war es natürlich ein bisschen. Sicher. Also, es sollte halt extra verunsichern. Aber gut, 300. Gut, dann 300 Punkte. Nice, dann bist du schon bei 900. Fett. Fett, fett, fett. 900 Points. Ja, dann beantwortet Nadja jetzt eine Tausenderfrage und dann hat sie mich schon wieder überholt. Kann schnell passieren. 700, dann ist er auch schon fast gleich auf. Mhm. Nadja, your turn. Was haben wir bei Protagonisten noch? Bei Protagonisten ist noch 1700 und 100. Und dann mache ich die 100. Die 100. Mal kein Trailer. Kategorie 3 Protagonisten für 100 ist Frage. So, du bist ready. Kategorie 3 für 100 startet jetzt. Wer oder was ist Zelda? Mensch. Dein Ernst jetzt? Also, du musst es jetzt wirklich nur ganz grob beantworten, aber also Mensch reicht jetzt nicht. Noch 5 Sekunden. Ich sag die Frage nicht. Also da kriegst du auch die 100 Punkte nicht. Das ist eine fucking Prinzessin. Also das ist auch wirklich alles, was du jetzt hättest beantworten müssen. Oder eine Prinzessin aus Zelda. Oder ich hätte vielleicht sogar noch gelten lassen, einen Charakter aus dem Spiel Zelda. Aber Prinzessin hätte man da schon raten müssen für 100. Also das ist ja... Nee, wirklich. Also, sorry. Kein Mitleid. Mehr als Mensch muss da drin sein. So, Zero. Ein Mitleid für Nadja. Finde ich auch. Ein Mitleid oder kein Mitleid? Kein Mitleid. Sehr gut. So, dann RPG Games. Was haben wir noch? 700 und 1000, ne? Da haben wir noch 700 und 1000. Richtig. Oh ja. Wie war das jetzt, wenn ich die Coins mal 2 nehme? Wenn ich es falsch beantworte. Werden dann, mir die abgezogen? Ne, bei mal 2 wird dir nichts abgezogen. Da kriegst du es halt entweder oder nicht. Aber der mal 2 Coin ist halt dann weg, wenn du ihn einsetzt. Naja, gut, okay. Dann nehme ich 700. Mal 2 oder nicht mal 2? Ja, ich nehme mal 2. Okay, dann bevor ich es vergesse, tu mal den erstmal... Mal ein bisschen auf Risiko spielen hier. Ja, mach du, ich warte, bis du 5000 hast, dann nehme ich... So, dann ist der weg. Der mal 2. Du hattest genommen Kategorie 2 RPG für wie viel? 700? 700. Mhm. 700, das ist Soundtrack. Ach du Scheiße. So... Das heißt, du hörst jetzt einen Soundtrack und musst einfach erraten, was ist es für ein Spiel. Ja, du musst den Stream wieder anmachen. Genau, du musst den Stream wieder anmachen. Ich lasse dir kurz Zeit. Naja. Hast noch 30 Sekunden, starte aber auch wieder wie bei euch jedes Mal. Außer bei den Fragen natürlich. Ein paar Sekunden später. Nur mal gucken, dass du natürlich keine 20 Sekunden Verzögerung drin hast. Das wäre doof. Das wird schwierig sonst. Sind 3-4. Ja, mach mal. Das ist okay, ja. Die 3-4, die tue ich immer bei euch später anfangen. Ich bin ja da nicht ganz so hart. Gut. Kategorie 2 für 700 startet jetzt.
Noch 15 Sekunden. Keine Ahnung, Witcher 3. Nadja, hättest du es gewusst? Mm-mm. Man muss das Spiel, also für 700 muss man das Spiel natürlich gespielt haben, sonst wird es schwierig. Da fehlt mir die Kampfmoral. Wo ist der Hass und der Siegeswillen? So. Weiß jemand von euch vom Chat? Weiß das jemand? Sehr schöner Soundtrack, das stimmt. Ist auch einer, den man, wenn man das Spiel spielt, immer wieder hört. Am bestimmten Punkt. Habe es nicht erkannt. Es ist Divinity Original Sin 2. Eines der bestbewertetsten RPGs der letzten Jahre, tatsächlich. Also, ja. Muss aber auch noch. Obwohl, doch, ich habe es gespielt, aber nur eine Stunde oder so, dann hatte ich keinen Bock mehr. Den ersten und den zweiten. Weil den zweiten, der erste hat nämlich einen ganz anderen Soundtrack. Also nicht ganz anders, ähnlicher Stil, aber einen ganz eigenen. Die geben sich da immer sehr, sehr viel Mühe. So. Ja, Nadja. Man bei Strategie Games noch? Bei Strategie haben wir noch. Moment, mal scrollen. Da haben wir noch ziemlich viel. 1700, 500 und 100. Nur 300 ist weg. Das hat er Zero. Mach mal denn. Mach mal 500. 500 ist Artwork. So, das heißt, du kriegst gleich ein Artwork gezeigt und musst halt erraten, was ist es für ein Strategiespiel. So, Kategorie 4 für 500. Bam. Bist du ready? Bist du soweit, ja? Ja, ja. Dann geht's los. Wie heißt das Spiel? Das weiß ich. Noch 20 Sekunden. Ja. Noch 10 Sekunden. Mir liegt auf der Zunge. Noch 5. Nee, kommt nicht. Vergiss es. 1. Okay, 3 Sekunden sind rum. Und sag mir, damit ich mich ärgere. Zero, weißt du's? Civ 6, ne? Ja, richtig. Civilization 6. Ja. Ja, hat die andere jetzt auch gewusst. So. Ich hätte es auch gewusst. Ich bin auch nicht auf die scheiß Civilization gekommen. Ich habe es immer noch nicht gespielt, ey. Es soll ja so gut sein. Mann. Ja, dann Zero. Dann nehme ich auch Strategiespiele. Mhm. Was war jetzt noch offen? 1700 und 100. Ja, nehme ich mal die 100, damit die endlich mal wegkommen und Nadja nachher in Zugzwang kommt. Das ist auch natürlich eine Taktik. Das ist auch eine Taktik. ja, und 100 ist nochmal Trailer. Werde ich niemals die Sphinx einlösen können. 4 und 100. So, ist Trailer. Bist du ready? Stream hast du an? Ja. Okay, dann starte ich jetzt. Gleich auch den Timer. Ja, jetzt geht's los. Ja, hier, ich weiß es. Damals ganz viel gespielt. Hast du 15 Sekunden. Oh, StarCraft. Genau, richtig. Es ist viel schwarz am Anfang drin, es war aber extra. Aber es ich hab's an der Musik schon erkannt. Ich hab's damals gespielt bis zum Umfallen. Korrekt. Es ist natürlich das ganz, ganz mega bekannte StarCraft. Der erste Trailer, der damals lief, ey. Es war so ein guter Trailer damals. Sieht so scheiße aus, ey. Das ist, was habe ich? Ich habe ihn ja runtergeladen. Ich glaube, der hat 320p oder so. Das ist schon geil. So, dann auch ein mega Spiel. Ja, oh Gott, habe ich das damals gesuchtet. Junge, Junge. So, dann gehen wir in die Punkte und du hast damit 1000 glatte Points. Ah. Nice. Immer noch mega easy aufholbar. Muss nur einmal Glück haben quasi. Oh, also auch einmal die richtige Frage kriegen. Nadja, damit wären wir auch bei dir. Genau, das ist
Was haben wir Protagonisten noch? Protagonisten haben wir noch 700 und 1000. Ich nehme 1000 mal 2. Oha, bei Protagonisten. Das keine ist... Ahnung, das sind nicht so meine Kategorien. Was, alle nicht? So ziemlich. Das ist... Ich habe es mir ein bisschen allgemeiner vorgestellt, nicht ganz so spezifisch. Jetzt Tomb Raider Extrem oder Mario. Ich hab so ein bisschen... Oder aber RPG-Games oder Strategiespiele ist schon massiv spezifisch. Ja, das sind, oder Protagonisten, das sind kann von fünf. Allen Spielen sein, die es jemals gab. Ist ja nur meine Meinung. Muss ja nicht, muss ja keiner vertreten. So. Jetzt war ich durcheinander. Also Protagonisten für 1000 ist Trailer. Natürlich. Wow. Ist ja klar. Oh Mann, ey. Und du musst jetzt natürlich den, du siehst jetzt quasi einen Trailer, ja. Logischerweise. Und du musst raten, wie der Hauptcharakter, der Protagonist dieses Spiels heißt. Da gibt es auch nur einen, das ist nicht wie bei Apex, also da gibt es einen ganz klaren Protagonisten, ist klar. Und wie der heißt, ist natürlich schwierig, ist jetzt nicht Tomb Raider oder sowas. So viel kann ich dir schon mal verraten. So. Also. Aber vielleicht nehme ich auch die Punkte so mit raus für einen Aaron. Kategorie 3 für 1000 startet damit jetzt. Ich starte jetzt den Timer jetzt. Hast noch 20 Sekunden. Ich habe das Gefühl, ich sollte das schon wieder wissen. Hast noch 10 Sekunden. Your first target's name is Carol Sheridan. I need some confidential codes hidden in her memory. What kind of memory am I looking for? 1. Nope. Weißt du, Zero? Nee, ich habe sogar gespielt. Ich wusste auch, dass es von Dontnod ist. Weiß aber noch nicht mal mehr den Titel. Doch, Remember Me heißt das Spiel. Richtig. Aber richtig. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Keine Ahnung. Das ist halt das Tricky, ne? Sonst wäre es gar nicht so schwer gewesen. Remember Me hat Kivaro auch richtig, ja. Nilin. Nilin hieß sie. Charakter. Oh, André, jetzt, hast du es jetzt gewusst, André? Oder? Ja, nee, du musst ja gewusst haben. Du hast es ja schon geschrieben, bevor ich es gesagt habe. Krass, gut, André. Oder hast du es jetzt gegoogelt? Also, wenn du es so gewusst hast, dann schlecht. Weil das ist, ich hätte es auch nicht gewusst selber, wenn ich die Frage nicht mehr rausgesucht hätte. Bin ich ganz ehrlich. Also, die hätte ich nicht gewusst. Bisher sonst alles, aber das nicht. Also, das, boah, null. Das ist natürlich, die war hart. Klare Sache. So, dann Zero. Ach nee, Moment, eine Sache muss ich noch schnell machen, bevor ich es vergesse. Du hast ja auch das mal... Genau, mal das musst du rausnehmen. Zwei Points rausgenommen. Mhm. So, das nehmen wir noch raus. Und jetzt kommt Zero. Habe es ziemlich hart gesuchtet. Naja, das soll voll gut gewesen sein. Ich habe es nie gespielt, Remember Me. Ich wollte es unbedingt spielen. Das ist so ein PS3-Titel. Ich habe es, glaube ich, bis zur Hälfte oder sowas durchgespielt. Ja, André hat den mit Sicherheit platiniert. 100%. War das nicht auch bei... Das war bei PS Plus drin, ne? Das, ja, ja, das war auch bei PS4. Ja, ja, sonst hätte ich es nie gespielt, weil das habe ich mir nicht gekauft, definitiv. Ja, das ist jetzt das Gute. So. Ja, das ist jetzt das Gute halt bei PS5. Jetzt spiele ich noch die PS4-Spiele durch die Abwärtskompatibilität. Damals, sobald PS4 rauskam, das war dann auf meinem Stapel von Spielen, die ich noch spielen wollte, wie jetzt zum Beispiel auch Shadow of the Tomb Raider. Ist jetzt kein Thema. Habe ich damals halt, das war dann PS3, habe ich nicht mehr angeworfen. Naja, okay. So, mach mal hier alles rund um Mario. Was haben wir da noch? Da haben wir noch ziemlich viel. 300, 700 und 1000. Ja, ich nehme 700. 700. Das ist Soundtrack. Du hörst einen Soundtrack und musst sagen, welches Mario-Spiel. So. Läufte. Hat er. Ja, er hat Platin geholt, war klar. Also, Mario. Da muss ich jetzt kurz selber gucken. Was war das Spiel? Okay. Dann ist es der Soundtrack. Gibt mehr als einen Soundtrack für alle Spiele? Ja, ja, also es hat tatsächlich jedes Spiel seinen eigenen Soundtrack. Und wenn es nur... Das ist ja blöd. Ja. So, also ich starte. Ja. Jetzt. Ich höre nichts. Auch nicht. Hört ihr immer noch nichts? Nein, immer noch nicht. Okay, gut, warte, dann muss ich nochmal... Ach doch, warte. Verstehe. Also dann hattet ihr jetzt aber eine Verzögerung von 15 Sekunden oder so. Das war aber dann krass. Ich habe es jetzt halt nochmal ausgemacht, ne? Weil das war ja... Ja, mach nochmal an eben.
Okay. Und ja, wie lange ist jetzt eure Verzögerung? Weil das war ja jetzt total heftig. Meinst du jetzt, das klappt oder? Ja, wird schon. Schmeiß an. Wäre auch tatsächlich schon fast zu Ende gewesen. Weiß es jemand? Weißt du es, Nadja? Nee, ich hab's nicht mal gehört. Bei mir kam Boah. einfach nichts an. André hat's richtig, hat zwar geraten, aber es ist korrekt. Gut geraten. Super Mario Galaxy 2. Das ist perfekt geraten, ey. Also war gut geraten. Dafür, dass es geraten war, Junge. Hammerhart. Gut. Nadja, du bist dran. Was haben wir noch bei RPG? Bei RPG haben wir noch nur noch die 1000. Ach so. Oh, nur mal die 1000. Und 1000 bei RPG ist eine Frage. Die für 1000? Ich glaube, Die werde ich nicht das ist beantworten. blöd für Aaron, weil ich glaube, Aaron hätte sie beantworten können. Da siehst du, dann klaue ich ihm zumindest die Punkte in der Hinsicht. Sehe das Tatsächlich, positiv, ja, damit er nicht weil. mehr hat. Das klang wie random Japano-RPG-Soundtrack. Naja, aber wenn man es gespielt hat, kennt man das schon, finde ich. Das war bestimmt die Shazam-App. Ich wusste, dass es nicht eins ist und der Stil aber ähnlich ist. Ja, und es ist halt ein neueres Spiel. Ich habe halt gedacht, man hätte zumindest ja dann auch so raten können. Also, das war ja klar, dass es nicht Super Mario oder 64 oder so ist. Dafür war es zu klangvoll schon, ne? Aber, ja. Aber wenn man es nicht gespielt hat, ist es schwierig. Also, Kategorie 2 für 1000 RPG. Ich lese dir die Frage vor, danach starte ich den Timer, ne? Los geht's. Wie heißt der Charakter von Baldur's Gate, der einen Hamster besitzt? Und wie heißt sein Hamster? Ja, nee, ist klar. Oh. Keine Ahnung. Noch 20 Sekunden. Quatsch, nee. Du hast ja nur 15 Sekunden, ist Frage. Dann ist jetzt auch rum. Frage ist ja nur 15 Sekunden. Du weißt Zero, oder? Ich muss jetzt sagen, der Hamster heißt, glaube ich, Bu, aber wie er Genau. heißt, weiß ich nicht mehr. Das Der, ich. das ist ja der, was ist denn das, ein Barbar oder sowas, ne? Aber ich weiß gerade nicht, wie er Druide. heißt. Druide war Ein das. Druide, Ja. ja. Minsk hieß der. Ach, richtig, genau. Ja, André hat es gleich gewusst, Minsk André und hat es Bu. gewusst, Weil natürlich. Bu wäre für 1000 zu einfach gewesen, wenn man auch nur annähernd mal irgendwie Baldur's Gate gespielt hat, weil du hörst halt dauernd Bu und Bu und der sagt ja dauernd Bu. Was meinst du dazu? Lauter so dumme Sachen. Der redet ja die ganze Zeit mit seinem Hamster und spricht ihn an. Deswegen habe ich gedacht, da nehme ich mal noch den Charakter selber mit dazu. Gut. Jetzt der Stadtlandfluss. Nadja, du bist dran. Und ihr habt beide noch. Nee, immer noch Aaron wieder. Ach so, ja, sorry, Zero, weil ich Alles ihn gut. dann immer mal frage und dann zuletzt mit ihm geredet habe, das bringt mich durcheinander. Ihr habt auf jeden Fall noch die Sphinx, den Konter könnt ihr natürlich nicht einsetzen bisher. Das wird wohl auch nichts mehr, aber die Sphinx ist noch da, das nur nebenbei. Aaron. Was ist denn bei Strategie noch übrig? Da haben wir noch 700 und 1000. Dann machen wir die 700. Du traust ja aber auch nichts. Die 700 ist Soundtrack. Du hast echt über die Soundtracks, das ist Wahnsinn. Und ich die Trailer, ja. Ja, die hat sonst immer Nadja. Ja, Trailer, genau, die hast du. Ach so, stimmt, ich habe die Soundtracks, ja. Ja. Und So. dann. Dann den richtigen schnappen. Das ist. Hallo? Mich das Spiel verarschen jetzt? Wir waren doch bei Strategie 700. Korrekt. Ah doch, hier. Ja. Gerade was nicht gefunden. So, dann starte ich. Du kannst mir gerne, ich vertraue euch ja, sagen, wann bei dir das anfängt. Der Soundtrack, und dann tue ich dann starten.
Ich starte jetzt. Geht los. Assassin's Creed Unity. Das war gut geraten. Es stimmt zwar nicht, aber das hätte echt gut Schade. Sein können, tatsächlich. Es ist ein Stück von Bach, was tatsächlich lizenziert wurde für diesen das Spiel. Weiß es jemand, aber Assassin's Creed Unity ist auch kein Strategiespiel, davon abgesehen. Ach jo. Weiß es jemand? Nadja, du weißt eher nicht. Strategie ist nicht dein Ding, gell? Nee, ich habe auch gerade irgendwie technische Probleme. Ich höre euch über Discord nicht mehr. Warum auch immer. Ja, das ist super. Weiß das jemand vom Chat? Was Jetzt es hab für ein Strategiespiel ja. ist? Ein ganz, ganz, ganz bekanntes Strategiespiel tatsächlich. Kein Plan. Muss man auch wieder gespielt haben. Dann wird man es aber kennen. Ist tatsächlich von Anno 1602. Das große Oh Ding Gott, das ist schon so ewig her. Das ist schon, ja. Ist halt nicht nur von gestern die Fragen, das stimmt. Das sind auch also habe ich tatsächlich viel gespielt, aber den Soundtrack habe ich dazu gar nicht mehr im Ohr. Ja gut, es ist nicht einfach. Hier ist auch eine 700er Frage, ist natürlich dann nicht easy. Ja, wenn man dann noch die Kategorien durcheinander wirft. Unter welcher Kategorie hätte denn Dings sein können überhaupt? Assassin's Creed, gar nichts eher. Na. Gut, Protagonist vielleicht, dann wäre halt die Antwort aber ja nicht mal das Spiel gewesen. Aber ist egal, das passiert, das ist klar. Nadja, du bist dran. Was haben wir denn noch so? Ja, also, nur 5, was haben wir bei der 5 noch? Komplett abgefrühstückt ist es RPG. So, vom Rest. Gut, das ist rum. Bei der 5, bei Tomb Raider, haben wir noch Frage. Anders. 1700 und 500, sorry. Machen wir mal 500. Weiß jetzt ja eh nicht, ich hab's extra jetzt. Was? 500? Okay, 500 ist Frage. 500 ist Frage. Also Kategorie 5 und die 500. So, das ist nicht die Frage, die muss ich wieder wegmachen. So, Kategorie 5 für 500. Ich stelle die Frage, starte den Timer. Jetzt. In welchem Tomb Raider Teil verschlägt es Lara nach Paris? Bitte. Erste oder zweite? Noch 20 Sekunden. Warte, erste. Tomb Raider 1, sagst du? Ja. Okay, das ist falsch. Weiß es jemand? Oh. Nee. War das nicht das, wo sie stirbt? Nee, Angel of the Darkness, oder? Ja, genau das. Oh, ja, Mann! Genau das meine ich. Angel of the Darkness. Nicht das bekannteste Tomb Raider, aber eins mit den krassesten Szenen, wo man ins Louvre einbrechen muss. Ich liebe das bis heute. Das war so eine krasse Szene, wo man ins Louvre einbrechen musste. Und das sollte ja eigentlich auch das letzte Spiel gewesen sein, ne? Bis es dann doch wieder... Genau, das war damals, bis dann kam ja dann nochmal dieses Revelation, was ja aber so ein Prequel war und dann halt die neuen Teile. Bei Viva auf und ab lief. Ja, stimmt, da war was, André. Ey, stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Da war was. So, Zero. Also alles weg ist nur bei RPG, das ist durch. Ja, mach mal Strategie 1000. Oha, das ist eine Frage, die natürlich es ordentlich in sich hat. Strategie, Kategorie 4 für 1000. Die Frage stelle ich... Jetzt. In welchem Monat und Jahr wurde das Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 2 für Windows veröffentlicht? Alter. Musst nicht genau den Tag wissen, nur Monat und Jahr. Ja, dann geht's ja. Noch 10 Sekunden. September 99. Keine Ahnung. Fuck! Junge, war das knapp! Wieso? Es ist Oktober 99. Oh, scheiße. Du bist einen Monat nebendran gewesen. Oha. Das war hart. Ärgerlich. Aber saugut geraten. Richtig, richtig gut, ey. Wow, Hammer. Hammer, Hammer. Ich habe extra nochmal Windows gesagt, weil Linux war erst 2000 dann tatsächlich. Habe ich dann gelesen. Aber saugut. Das war verdammt gut.
Wenn das jetzt richtig gewesen wäre, dann hätte ich auch so getan, als wenn ich das gewusst hätte, ja, und nicht nur geraten. Dann wärst du einfach wirklich der King gewesen, einfach für immer in die Annalen dieses Quizzes eingegangen. Voll gut. Ja, Nadja. Was haben wir noch bei Mario? Bei Mario haben wir noch die 1000 und die 300. Dann mach ich 300. Das wäre ein Artwork. Du kriegst ein Artwork gezeigt und musst sagen, welches Mario-Spiel sich dahinter versteckt. Mhm. Okay, dann starte ich jetzt und du sagst mir Bescheid, sobald du es siehst. Auch wieder von den neuen. Okay, ist gestartet. Oh Mann. Du müsstest jetzt bestimmt wissen durch diesen kleinen Archäologen da unten oder so sein. Ich habe keine Ahnung. Auch durch ganz viele Sachen, durch Scapy. Ich kenne mich mit den neuen überhaupt nicht aus. Da bin ich raus. Sekunden. Also weißt nicht. Ey, kannst du abbrechen. Okay, gut, Zero, du weißt jetzt natürlich, du hast ja gerade den Titel wahrscheinlich gesehen, ja, ne? Oder? Bist du noch da? Zero? Achso, ich hatte mich gemutet. Ja, ich hätte es, aber ich hätte es auch gewusst. Du hättest es auch gewusst. Okay, ja, ist das Neueste. Also quasi das Neueste, je nachdem, was man mit dazu sieht, zuzählt. Super Mario Odyssey. Das habe ich sogar selber gespielt. Echt? Ja, ich habe ja leider keine. Das hätte ich sogar, ich bin jetzt nicht der größte Mario-Fan, aber das hätte ich auch gespielt, weil wirklich, das sah schon cool aus. Vor allen Dingen, weil zum ersten Mal ja so eine Stadt und so mit dabei war. Ja, das war schon, sah nice aus. Gutes Spiel, ja, ne? Zero, du bist dran. Ja, was haben wir denn noch übrig jetzt so? Wir haben jetzt gar nicht mehr allzu viel. Wir haben für Mario noch die 1000. Wir haben für Protagonisten noch 700. Oder wir haben noch 1700 für Tomb Raider. Dann nehme ich das Protagonisten 700. Protagonisten. Wie war das jetzt mit der Sphinx? Kannst du, bevor ich jetzt die Aufgabe stelle, klauen, wenn du es richtig errätst? Ach, die 700 errate ich eh nicht richtig. Und der kriegt die Punkte sowieso dann, gell? Ja, nein. Wenn du es richtig errätst, kriegst du die 700 plus 300. Also wären genau. Dann 1000. Wenn du es falsch errätst, kriegt er das Doppelte. Kriegt er 1400. Ach so, stimmt, ja. Kann er nicht auch Minuspunkte kriegen, wenn er es nicht errät? Ja, gut, wenn... Hä? Nein, Quatsch. Also Minuspunkte kann ich nicht kriegen. Ich kann nicht ins Minus gehen, gell? Du kannst nicht 100. ins Minus gehen. Er kriegt Pluspunkte, wenn, wie gesagt, also... Ja. Ach komm, dann machen wir es mal, damit wir es einfach mal genommen haben. Also wird die Frage falsch beantwortet, bekommt der Gegenspieler die doppelte Punktzahl. Das ist einfach das. Ach so, automatisch, oder wie? Genau, er muss die dann nicht mehr erraten. Ach so, er muss ja nichts mehr erraten. Nee, das ist das Tricky. Ach so, nee, dann nicht, dann ist mir das zu hoch. Also du nimmst das gar nicht? Das heißt, nee, okay. Das hätte ich eher nehmen müssen. Dann Zero, 700 Soundtrack. Hm. Das ist die Kategorie 3. Das ist jetzt folgendermaßen. Du hörst einen Soundtrack zu einem Spiel und du musst halt, die Antwort ist natürlich nicht das Spiel, sondern der Protagonist des Spiels, der auch wieder eindeutig ist natürlich. Zu dem dieser Soundtrack dann gehört. Genau, ja. Also es ist wieder eindeutig. Zum Beispiel, du hörst jetzt die Theme von Assassin's Creed 2, dann wäre es Ezio, ne? Wäre dann die Antwort. Okay. Also ganz... ganz eindeutiger Protagonist, nicht wieder, dass es mehrere geben kann oder sowas. Gut, Soundtrack Kategorie 3 für 700. Das ist dann der. So, du sagst mir wieder Bescheid, wenn du ihn hörst. Ja. Los geht's. Okay, startet. Noch 20 Sekunden. Ja, ich bin überlegen, welche von beiden. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Teil 1 oder Teil 2? 3. John Marston. So, ich stoppe erstmal kurz. John Marston wäre natürlich der erste Teil gewesen. Von welchem? Das ist der zweite, ne? Der zweite Teil gewesen, von welchem Spiel? Red Dead Redemption. Genau, und es war Red Dead Redemption 1, das heißt Vincent Smith. Dennis Arthur. Ach ne, Vincent Hill. Quatsch. Fuck, jetzt habe ich richtig Kacke gebaut. John Marston ist korrekt. Ja, was denn du? John Marston ist. Du hast John Marston gesagt, oder?
Ich habe John Marston gesagt, ja. Ja, das ist korrekt. John Marston ist korrekt. Also der vom ersten Teil. Ja. Der heißt jetzt John Marston, genau. Es ist vom ersten Teil der Soundtrack. Sorry, ich habe mich gerade... Richtig, ja. Das ist korrekt. Erster Teil, der Soundtrack, John Marston, Protagonist. Das heißt, das waren jetzt ganze 700 Points for you. So, dann gehen wir in die Punkte. Ich komme jetzt auch gar nicht mehr drauf, wie der vom zweiten Teil heißt. Arthur irgendwas. Das wüsste ich jetzt, den habe ich ja immer noch nicht gespielt. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich hätte auch nicht John Marston gewusst, tatsächlich. 1700 hast du damit. Ja. Hätte ich auch gesagt. André, hättest du auch gesagt, meinst du eben, John Marston? Ist ja auch der bekanntere vom Namen her. Also den zweiten, den würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht so... John Marston kennt man halt. Gut. Dann, Nadja. Du, was haben wir denn noch? Wir haben noch, ich scroll mal wieder hoch, wir haben noch die 1000 für Mario, wir haben noch 1700 für Tomb Raider. Oh, 700 für Tomb Raider. 700. Ich hoffe, es ist kein Song, weil irgendwas stimmt mit meinem Headset gerade überhaupt nicht. Ich mach die Sphinx. Okay. Tschüss. Bevor ich überhaupt gesagt habe. Ja, ist egal. Ja, es ist Soundtrack. Also 700 ist Soundtrack. Oh, Gott sei Dank, das ist sehr gut. Hast du Glück gehabt. Ja. Oha, das wird... Ich kann gerade entweder nur Discord hören oder Chat, ich weiß auch, Twitch, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es merkwürdig. Kann ich jetzt natürlich schlecht helfen von hier aus. Nee, macht ihr ruhig. Ihr habt jetzt... Okay. Ich bin ja jetzt raus aus der Soundtrack-Nummer. Das stimmt. Das kommt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich recht entsinne jetzt. Ich habe es jetzt nicht vor mir. So, ich starte, du sagst mir Bescheid, wenn du es hörst. Und dann hast du 30 Sekunden. Achso, geht los. Jetzt muss ich wissen, welcher Teil, ne? Genau. Sekunden. 5, 4, 3, 2, ich sag was. Rise of the Tomb Raider, keine Ahnung. Okay. Das ist ganz, ganz knapp daneben. Wahrscheinlich ist es Shadow, ne? Ne, es ist, das hatten wir ja schon mal. Es ist das Tomb Raider Reboot, also der erste Teil vom Reboot. Wer ist jetzt gewesen? So. Wieso, welcher ist denn das denn? Das ist auch Rise of the Tomb Raider, der erste Teil vom Reboot. Nee, der heißt einfach Tomb Raider. Tomb Raider Reboot. Echt? Ja, dann kam okay. Rise of the Tomb Raider und dann Shadow of the Tomb Raider. Ist ja eine Trilogie jetzt wieder gewesen. Ach so, ja, mag sein. Genau, der kam noch für PS3 sogar raus. Und dann nochmal als Definitive Edition für PS4, da habe ich ihn dann gespielt. Hm. Sogar ein Let's Play gemacht damals, langes her, ey. 40 Teile oder so. Heftig. Nadja, du hast entweder... Nee, warte mal. Nadja wäre jetzt dran gewesen. Stimmt, ich habe sie jetzt weggenommen. Entschuldigung, völlig korrekt. Zero, du hast entweder Mario 1000 oder Tomb Raider 1000. Ach, aber Moment mal. Nadja kriegt ja damit jetzt 1400 Punkte. Das hätte ich jetzt natürlich fast vergessen, weil hast du die Sphinx eingesetzt. Die machen wir dir natürlich auch mal schnell weg. So, yep. Und Nadja kriegt damit fette 1400 Punkte. So. Damit kannst du sogar dann noch mal gewinnen insgesamt. Ja. Das heißt, du bist bei 1500 Punkten. Oh, ich denke 300. Oder wieso kriegst du jetzt 400? Ich dachte, also die 500 plus 300. 700? Nee. Also habe ich am Anfang gesagt, also wenn du es nicht doppelt, ja, alles gut. Du die Punktzahl plus 300 bekommen. Ja. Und ja. Wenn du es falsch errätst, das ist das Tricky bei dem Ding, der andere ist Doppelte. Ja, genau. Jetzt kommt es eh drauf an. Wenn einer von euch noch richtig errät, hat er eh gewonnen. Ja, siehst du, jetzt ist alles offen. Das stimmt. Ja, Zero, aber du bist dran, du darfst jetzt auswählen. Mario für 1000 oder Tomb Raider für 1000? Genau, ich kann nicht Tomb mehr aufhören, wenn 1000. Du es richtig hast, ja. Was meinst du? Tomb stimmt, ich kann 1000. Ja gar nicht mehr aufhören, wenn er es jetzt richtig hat. Du kannst dann gar nicht mehr aufhören.
Aufholen. Aufholen. Ach, aufholen meinst du? Ja, das stimmt. Das kannst du dann nicht mehr. Ja. Außer ich nehme die Swings, aber so bescheuert bin ich nicht. Das stimmt, die hast du natürlich noch. Die Mach doch Dings, mal. warte mal, wenn das jetzt richtig errät, 2, 7, nee, dann ist er auch keine 5000 Punkte weit weg. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen runtersetzen. Nadja, Nadja, unser Mann, was er nicht kann, das kann keiner. Was? Was er nicht kann, das keiner kann. Auch nicht schlecht. So, also, das wäre die Kategorie 5 Tomb Raider für 1000. Die Frage stelle ich jetzt. Wie lautet der Vor- und Nachname des Butlers von Lara Croft? Noch 20 Sekunden. Alfred Moneypenny. Ich habe keine Ahnung. Da hab ich jetzt einen gerissen vorhin. Ich habe es quasi vorgesagt. Ja, aber selbst den konnte ich mir nicht merken. Winston irgendwas. Ja, es ist Ach, Pennyworth, ja. Winston Smith. Winston weiß man, glaube ich, schon ab dem zweiten Teil oder so, ist schon ziemlich lange. Smith, der Nachname, ist erst klar, wenn man Legends gespielt hat. Also da kam damals raus, wie er mit Nachnamen heißt. Genau, also schwere Frage natürlich, klare Sache. So, das heißt, Nadja, du kriegst automatisch die Mario-Frage für 1000. Dann Yay. sind wir durch. So, wenn du es richtig errätst, hast du gewonnen. Wenn falsch, dann hast du verloren. Nicht. Genau. Alles, was mit neuen Spielen zu tun hat, kannst du gleich rausnehmen. Das sehen wir Fett ist gleich. das ja jetzt das allererste, ja. So. Aber gerade so ganz spezielle Fragen bin ich bestimmt auch nicht mehr gut drin. Weiß nicht. Gab ein Unterseeboot. Also die ist wirklich, also ich sag mal so, es ist die einfachste der 1000 Punkte Fragen. Das sagst du. Da ist wirklich, ja, ist Fakt. Also das wird mir jeder zustimmen, wenn ich sie gleich sage. Na Ich bin toll. jetzt echt Fühle ich mich gespannt. wieder unter Druck gesetzt? Also, los. Warte mal. André, wir haben den gleichen Humor, Zero. Ich wollte Alfred auch sagen. Ja gut, passt halt, ne? So, du bist bereit? Nein. Ihr heißt Mario mit Vornamen. Genau. Luigi! So, du hast 15 Sekunden, sobald ich die Frage gestellt habe. Los geht's. Buchstabiere den Namen der Entwicklerlegende, die als Schöpfer von Mario, wie auch von Zelda, Donkey Kong und weiteren bekannten Nintendo-Marken bekannt geworden ist. Hä? Noch 10 Sekunden. Solltest anfangen zu buchstabieren. Noch 5. Und Entwicklerlegende? vorbei. Ja, der bekannteste Entwickler aller Zeiten halt. Zusammen mit Ja, das ist vielleicht. aber schon. Ja, aber sie ist einfacher als die anderen tausender Fragen. Also es wäre natürlich Shigeru Miyamoto gewesen. Sprich, Auch nur mit Vornamen. ja, Shigeru Miyamoto. Ja, das Ja, Miyamoto gut. hätte ich vielleicht auch noch hingekriegt, aber den Vornamen nicht. Nee. Hätte ich dann überlegt, ob ich es gelten hätte lassen. Das wäre dann aber. Ja. Nee. Ja, André hätte es natürlich, ja. Genau, also zusammen mit so Hideo Kushima und vielleicht Tim Schäfer und so zusammen der bekannteste, ja. Der große Legende, die hinter diesen ganzen krassen Namen steht. Auch noch hinter Pikmin und ich glaube noch hinter, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, hinter Samus. Also Metro, irgendwas. Hinter einigen auf jeden Fall. Das heißt, wir sind durch. Und ganz, ganz knapp hat Zero 1700 zu 1500 gewonnen. Yay! Mega. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du Gut bist in 2 Wochen gemacht, wieder Bro. dabei gegen deinen neuen Gegner. Und das ist ja dann, wissen wir ja schon, das ist dann der gute David. Gegen den darfst du dann ran. Mit neuen Kategorien, neuen Fragen. Demselben Ablauf, ein paar Improvisations, ein paar Improvements, wollte ich sagen. Da wird noch ein bisschen was gemacht dann.